Herzlich willkommen zu unserer Abschlussrunde, die wir diesmal etwas anders gestalten wollen, nachdem heute, ich glaube, insgesamt 11 Panels stattgefunden haben, also 11 Stunden lang Debatten über Netzneutralität, Politik, Beteiligung, Transparenz, Vertrauen, Grenzen, all diese Begriffe sind gefallen, aber es war doch sehr Politik, Technik, Politologen lastig, wie ich fand, wie es sich auch gehört. Deswegen haben wir versucht, unsere Tagung einzurahmen in zwei andere Punkte, die doch mal deutlich machen, da gibt es auch noch eine andere Welt, beziehungsweise da gibt es auch noch etwas, was noch mit zu diskutieren ist. Wir haben angefangen mit dem Skandal und sind jetzt gelandet bei der privaten Beziehung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Wiebke Neberich. Sie ist Diplompsychologin und wissenschaftliche Sprecherin von eDarling, einer von den großen Online-Partnervermittlungen. Ihre Schwerpunkte sind, was jetzt eDarling angeht, die Optimierung des Matching-Verfahrens. Wie ich gehört habe, ist der eDarling-Persönlichkeitstest, den jeder machen muss, bevor er dort überhaupt reinkommt, der umfassendste wissenschaftliche Persönlichkeitstest, der am Markt zu bekommen ist. Ihre Aufgaben, wie ich gelesen habe, sind wissenschaftliche Erforschung von Fragen des Online-Datings und Umsetzung der wissenschaftlich gewonnenen Ergebnisse in das Matching-Verfahren und in den eDarling-Ratgeber, weswegen wir Sie aber auch eingeladen haben, und ich denke, es wird auch keine reine überhaupt Präsentation, das eDarling, was eDarling ist, was es betrifft und was es macht, sondern Frau Neberich hat ihre Dissertation geschrieben zum Thema Nähe- und Distanzregulation und den Auswirkungen auf die Beziehungsqualität und Stabilität. Also wir wollen schon in diesem Panel nicht nur die Frage eines Online-Unternehmens betrachten und das, was das Unternehmen macht, sondern auch diese Frage von Beziehung nochmal anders angehen. Um aber trotzdem Anschluss zu finden, bisherigen Diskussionen, wir hatten im Nebenraum ein Panel gehabt zu Selbstverpflichtungen von Unternehmen im Bereich Transparenz, Vertrauen etc. Und ich las davon, dass unter anderem eDarling dem Kodex seriöse Partnersuche im Netz mit initiiert hat, muss man sagen, nicht nur beigetreten, sondern initiiert hat. Warum ist dieser Selbstverpflichtungskodex entstanden? Gab es da, was weiß ich, negative Anlässe dafür oder, wie wir es gerade diskutiert haben, ist das eine Marketingangelegenheit gewesen? Warum kam es zu diesem Kodex? Ja, es gab tatsächlich einen konkreten Anlass dazu, und zwar dass ein Mitbewerber von uns arbeitet sehr stark mit Abo-Fallen, den sogenannten. Das ist leider, wenn der einzelne Verbraucher sich meldet, findet das selten Gehör. Aufgrund dessen hat eDarling diesen Spin-Kodex mit initiiert, zusammen mit drei anderen sehr großen Mitbewerbern. Und da geht es einfach um eine Selbstverpflichtung zum Nutzen des Verbrauchers. Also eine Selbstverpflichtung zur Transparenz, einfach deutlich darzustellen, wie sind die Vertragsbedingungen, wenn man Mitglied wird, wie sind die Kündigungsfristen, dass Kündigungen auch möglich sind, ja, auf dem telefonischen Weg sowie auf anderen Kanälen, dass es keine Abo-Fallen gibt und so weiter. Also dass gewisse Bausteine der Transparenz einfach da sind von den größten Mitbewerbern, auch von eDarling, um letztendlich da dem Kunden auch die Sicherheit zu geben. Weg jetzt von diesem konkreten Thema der Konferenz, wissen wir hin zu Fragen von der privaten Beziehung. Heute war, ich weiß nicht, 1 Million Mal die Rede, fielen die Begriffe Transparenz, Vertrauen. Aber nirgendwo, an keiner Stelle, vielleicht hier im letzten Panel durch Jens Best, ist mal gesagt worden, was es überhaupt sein könnte, was mit dieser Transparenz und diesem Vertrauen gemeint ist. Wie sieht das aus in einer in Bezug auf die private Beziehung? Also welche Rolle spielen Transparenz, Vertrauen in der privaten Beziehung?
gerade jetzt nochmal einen Blick von Ihnen als jemand, der auf dem Gebiet der Beziehungsforschung gearbeitet hat, arbeitet. Ja, also Transparenz und Vertrauen sind ja relativ komplexe Konstrukte, die in gewisser Weise ja auch eine Dialektik ergeben. Also ohne Vertrauen kann ich nicht transparent sein, und ich verstehe jetzt in dem beziehungspsychologischen Kontext Vertrauen als oder Transparenz als eine Offenbarung von persönlichen Informationen, ja, die, mit denen ich mich, wenn ich sie offenbare, natürlich auch verletzbar mache. Also brauche ich erstmal Vertrauen, um eine Transparenz zu gewähren. Auf der anderen Seite zeigen verschiedene Modelle, auch der Intimacy-Prozess, der Weg, wie man sich kennenlernt, dass ohne die Transparenz halt auch kein Vertrauen entstehen kann. Also wenn mir keiner Informationen über sich offenbart, dann fällt es mir natürlich auch extrem schwer, demjenigen zu vertrauen. Ja, also insofern bedingt das eine schon das andere. Auf der anderen Seite kann man sagen, in den Extremformen, ja, in dem Extremform ist, macht das eine das andere hinfällig. Also wenn ich die totale Transparenz, die meine kompletten Informationen gebe, dann muss der andere mir nicht mehr vertrauen. Ja, und wenn ich dem anderen zu 100% vertraue, dann brauche ich quasi auch keine Informationen mehr. Also diese Dialektik ist relativ komplex und spielt sich, denke ich, in Beziehungen in einem Wechselspiel ab. Da muss man nochmal unterscheiden, den Beziehungsverlauf, gerade am Anfang einer Beziehung, ist beides extrem wichtig. Ja, man muss einen Vertrauensvorschuss geben, man öffnet sich langsam, gibt ein paar Informationen, in dem Vertrauen, dass der andere wohlwollend diese Informationen aufnimmt und verständnisvoll. Und der andere macht das genauso, ja, und so lernt man sich kennen. Also ich meine, das ist der Kennenlernprozess letztendlich, ja, dass man sich immer gegenseitig ein Stück weit mehr offenbart und die Informationen auch validiert, die man bekommt. Und so kann sich Vertrauen aufbauen. Hier ist schon eine Frage. Ja, bitte. Kleinen Moment. Wie ist das bei E-Darling? Also es sind ja nicht nur Spitzenkräfte, also intelligent und hübsch, sondern sind ja auch Unattraktive dabei. Und jetzt verbinden sie ja auch die Unattraktiven. Und wie ist das zu sehen? Also wie machen sie denn das? Weil alle wollen ja natürlich einen hübschen und eine intelligente Frau haben oder umgekehrt eben. Ja, das ist aber nichts Neues. Ich meine, so war schon immer. Jeder möchte. Aber wir sind doch alle intelligent und so. Jeder möchte natürlich das Beste, was es gibt, und letztendlich entscheidet sich jemand in der Regel dafür, für das Beste, was er kriegen kann. Ich entscheide nicht, wen jemand heiratet oder mit wem jemand eine Beziehung eingehen möchte. Das tun noch unsere Mitglieder selbst. Ist das gleich eine Frage noch dazu? Dann bitte machen wir hier hinten weiter. Ja? Das Kuriose an so Dating-Plattformen ist, und da würde ich mir auch gerne so einen Ethikcode wünschen, ist ja, dass Gewinnmaximierung bedeutet, weniger Leute tatsächlich dauerhaft zusammenzubringen. Und da habe ich auch schon mal irgendwie Statistiken gelesen. Da gibt's OkCupid in den USA, wurden ja jetzt an verkauft, aber vorher waren die so ein bisschen mehr unabhängig und haben da auch mal Statistiken zu veröffentlicht und haben halt damit angegeben, dass sie quasi keine Abogebühr haben oder so, sondern quasi umsonst ihre Mitglieder da teilhaben lassen, irgendwie anders Geld machen, weil anders das geschäftliche Modell funktioniert halt nicht. Letztlich jedenfalls nicht im Sinne des Kunden. Und da würde ich mir sowas, gibt es sowas wie eine Ethik-Sache da? Ich meine, das ist ja auch eine Transparenz-Sache. Wie viele Paare bringt ihr tatsächlich zusammen? Da ist das schon ein Geschäftsgeheimnis oder kann man damit werben? Oder? Wie viele Paare wir tatsächlich, also quasi die Erfolgsquote? Danke für diese Frage. Es liegt mir sehr auf dem Herzen, das auch mal zu diskutieren hier. Es ist extrem schwer, das zu messen. Ja, Sie können sich vorstellen, wenn wir natürlich die Mitglieder fragen, deren Rückmeldung wir bekommen haben, hallo, ich habe einen Partner gefunden oder ich melde mich jetzt ab, ja, nur die können wir kontaktieren. Also wer antwortet mir denn dann auf die Frage, sind Sie noch zusammen mit Ihrem Partner, wie glücklich sind Sie? Ja, Sie können sich vorstellen, das haben wir gemacht, Sie können sich vorstellen, was das Ergebnis war, 90% waren super zufrieden und 10% waren extrem unzufrieden.
Ja, das ist natürlich extrem kritisch zu bewerten, ja, so eine Umfrage. Das ist also Ziel ist es sicherlich, ein Panel zu initiieren. Da sind wir gerade so ein bisschen dabei, das Konzept zu entwickeln, dass man wirklich auf lange Sicht Mitglieder regelmäßig befragt, ja, und da möglichst Informationen bekommt, wie lange sie suchen, wie aktiv sie dabei sind, wann sie jemanden gefunden haben, wie lange das hält, wie zufrieden sie sind. Ja. Aber bisher gibt es leider keine Studie, die wirklich dazu eine valide Auskunft geben kann. Was ich sagen kann aus den Daten von eDarling ist, dass die meisten innerhalb von 6 Monaten sich abmelden, weil sie angeben, sie haben einen Partner gefunden. Ja? So. Das ist das, was ich bisher dazu sagen kann. Generell muss dazu noch viel mehr Forschung gemacht werden, die auch unabhängig ist von der Response der ausschließlich zufriedenen Mitglieder. Ne? Wenn ich das aufnehme und möchte noch ergänzen oder eine Frage anschließen, wofür sind Sie eigentlich da, beziehungsweise bisschen nehme ich aus dieser Frage oder aus dem Ausbruch heraus auch, dass erwartet wird, dass Sie, Ihr Algorithmus, mir eine Partnerin, einen Partner zuweist, sozusagen. Ist das überhaupt, aber mein Eindruck ist ein anderer, dass Sie Gelegenheiten schaffen für eine Möglichkeit, eine mögliche Partnerschaft, aber nicht, dass ich sagen kann, jetzt durch Ihren Algorithmus, durch Ihre 83 Fragen oder 83 Punkte, kriege ich das Bestmögliche raus und diese Zuweisung muss ich jetzt umsetzen oder kann ich umsetzen und alles wird prima. Ganz genau, also vielleicht zielt das eher auf die Frage ab, die Sie eben auch hatten. Unser Matching-Algorithmus oder das Herzstück des Matching-Algorithmus basiert auf dem Persönlichkeitsmatching. Und das wiederum basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir bisher haben im Bereich der Beziehungsforschung. Die hat mal grob über den Daumen gepeilt, gezeigt, mehrfach zeigen können. Auch da ist noch viel mehr Forschung nötig, um den Befund wirklich zu validieren, dass sich eher gleich und gleich dann doch gern gesellt in Langzeitbeziehungen. Und auf Basis dieser Ergebnisse haben wir einen Algorithmus entwickelt, der auch gleiche Persönlichkeitsdimensionen matcht und auch gleiche Einstellungen und Interessen. Und das sind die Faktoren, da konnte die Wissenschaft bisher belegen, dass das die Beziehungszufriedenheit und auch die Stabilität prädizieren kann. Bleib Moment bitte, sonst kann niemand das hören. Meine Frage war so ein bisschen, ist das nicht gegen das Geschäftskonzept? Weil wenn Leute nicht dauerhaft zusammen sind, dann sind sie weiter auf der Plattform, zahlen länger. Und ist nicht ihr Geschäftsziel letztlich, Leute nicht dauerhaft zusammenzubringen, sondern halt eigentlich nur den zweitbesten Partner nur zu vermitteln? Ich meine, das ist so aus Geschäftssicht letztlich der Gedanke dahinter eigentlich. Und das wurde irgendwie, glaube ich, auch mal nachgewiesen. Also bei anderen Portalen, nicht bei eDarling, möchte ich nicht sagen, kenne ich nicht. Deswegen frage ich nach einer quasi Ethikregelung. Sie haben ja da ziemlich viel Macht, ja? Ja, mir scheint, und deswegen bin ich, glaube ich, doch nicht so weit weg gewesen davon. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie Partner vermitteln im Sinne von das ist da, sondern eine gewisse Chance geben, dass jemand, dass daraus eine Partnerschaft entstehen kann von den Dating-Möglichkeiten, die Sie mir da vorschlagen. Also ich glaube, das sind doch nochmal zwei verschiedene Punkte. Wir können ja gleich, das ist auch interessant. Ich verstehe Ihre Frage, aber da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt der gesellschaftlichen Veränderung. Ja? Also der Trend geht hin zur seriellen Monogamie. Das heißt, die meisten Menschen haben heute, lustiger Begriff, die meisten Menschen haben heute nicht mehr die lebenslange Ehe, sondern mehrere ernsthafte, committed Partnerschaften nacheinander. Womit hat das was zu tun? Also, wenn man sich überlegt, in den letzten Jahren die Bildungsexpansion, der steigende Anteil der Frauen in der Arbeitswelt, ein allgemein gestiegener Wohlstand, all das führt zu einer größeren Unabhängigkeit
zwischen den Partnern. Und somit sinken halt auch die Barrieren, sich zu trennen, ja. Und das steigt halt die Möglichkeit, den Lebensstil zu leben, den man gerne leben möchte. Das heißt, die Selbstverwirklichung gleichzeitig neben dem unveränderten grundlegenden Bedürfnis nach einer stabilen Partnerschaft. Und diese Veränderung, zusätzlich kommt natürlich berufliche Mobilität, die in zunehmendem Maße gefragt ist, wo es dann zu Pendlerbeziehungen kommt, insgesamt zu mehr unkonventionellen Partnerschaftsformen. Also die Leute heiraten später, es heiraten weniger Menschen. Die Scheidungsquote ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Es ist sogar ein ganz leichter Rückgang zu verzeichnen, was meiner Meinung nach aber auch daran liegt, dass insgesamt weniger Menschen heiraten. Heute heiratet man nicht mehr, um sein Commitment offiziell zu bekunden, sondern meistens aus dem Grund, weil eine Familienplanung ansteht. All das sind Entwicklungen, also vor allem die zunehmende Tendenz hin zu unkonventionelleren Partnerschaften, die letztendlich die Beziehung halt auch instabilisieren. Zusätzlich kommt ein größerer Markt an Alternativen, ja, einfach dadurch, dass sich die Menschen häufiger trennen im Laufe eines Lebens. Und ja, das führt zu der Dynamik, dass halt mehr Partnerschaften geschlossen werden und sich aber auch mehr Leute trennen. Und insofern bietet der Service für alle Altersgruppen eigentlich eine gute Möglichkeit, um auf Partnersuche zu gehen. Für den einen Lebenspartner oder immer mal wieder für einen Lebenspartner. Ich habe jetzt in Ihrer Analyse von der Veränderung von Beziehung das Wort digital, Internet, Netz in keiner Weise gehört. Heißt das, dass... Darf ich noch ganz kurz auf Ihre Frage eben eingehen? Aber dann. Dass Sie sagten, naja, also wir zäumen so ein... Also Ihre Frage war ja, naja, wir geben ja nur quasi die Möglichkeit, Kontakte zu partnersuchenden Singles herzustellen. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist generell das, was Online-Dating-Services oder Online-Partnervermittlung tun, dass man zu viel mehr Singles Kontakt aufnehmen kann in kürzester Zeit, denen man so im Alltag nicht begegnet und die man auch als partnersuchend nicht direkt identifizieren würde. Also wenn man mit 20 an die Uni kommt und geht auf eine Party, naja, da kommen pauschal gesagt 80% der Leute des anderen Geschlechts für einen in Frage als potenzieller Partner. Na, wie bitte? Oder dann noch viel mehr in der absoluten Zahl gesehen. Sorry. Umso besser. Wenn man halt in späterem Alter, ist es ganz schön schwer, Singles zu identifizieren und dann auch noch die Partnersuchenden. Und für die ist das eine wunderbare Möglichkeit, über einen solchen Service den Partner zu finden. Jetzt hat man in diesem Pool eine Riesenauswahl. Dieses Matching sorgt natürlich für eine erste Auswahl, die geschaffen wird. Wie gesagt, auf Basis des Wissens, was wir aus der Forschung bisher haben. Das nutzen wir, bauen das ein in den Algorithmus, sodass die erste Auswahl praktisch auf diesem System gemacht ist. Was dann aber passiert, ja, also die Gesetze der Partnerwahl und die Gesetze der Partnerschaft sind ja schon andere. Ja, man kann sagen, okay, hier ist eine Auswahl von Partnern heute für dich, die theoretisch ganz gut zu dir passen würden. Ob derjenige, ob die sich jetzt attraktiv finden, ja, oder ob die Chemie stimmt, das müssen die Leute dann selber rausfinden. Deshalb raten wir auch immer dazu, wie gesagt, diesen Service nur als Mittel zu nutzen, die Liebesgeschichte oder die Romantik oder der Kennenlernprozess, der fängt dann in einem anderen Moment an. Das hat nichts mehr mit dem Service zu tun. Aber der Service
oder dann endet ihr Service und ich habe dann auch keine Sicherheit, dass es dann in dem Sinne funktioniert. Und in dem Sinne ist die Frage nach zweitbesten Vorschlägen ja einfach, geht dann ein bisschen ins Leere, weil ich keine Ahnung, wie viel tausend Vorschläge kriege oder Optionen habe und mir die allerbesten nicht verwehrt werden an dieser Stelle, oder? Nee, bei E-Darling gibt es jeden Tag nur so ungefähr 8 Partnervorschläge, wie gesagt, also weil die gematcht werden auf die Persönlichkeit, die Interessen, die Einstellung. Und ja, der Rest liegt halt in der Hand des Nutzers, also auch wie aktiv er ist. Wir haben auch festgestellt, dass diejenigen, die dass der Erfolg ganz entscheidendem Maße davon abhängt, wie aktiv der Einzelne ist. Sie können sich vorstellen, wenn Sie angemeldet sind und Sie schreiben niemandem und Sie antworten auch nicht, ja, dann wird auch nichts passieren. Ne? Also. War eigentlich Ihr Geschäftsmodell, also Online-Partnerschaftsvermittlung, war das eher da als das Interesse von Leuten, Beziehungen einzugehen, oder haben sich diese Interessen eine Form gesucht, ein Modell gesucht, um mehr Möglichkeiten für Partnerschaft zu erzeugen? Naja, also ich denke, das eine ist im Zuge des anderen entstanden. Ne? Also durch den Markt, der da ist, hat sich wahrscheinlich die Produktidee entwickelt. Und zurück zu dieser Frage mit der Analyse, Beziehungen, Veränderung von Beziehungen, da kam das Wort digital, Internet, Netz und irgendwas nicht vor. Heißt das, dass diese Fragen von Internet etc. bei der Veränderung von Beziehungen keine Rolle gespielt haben bisher? Oder liegt das daran, dass erst noch mehr geforscht werden muss zu diesem Thema? Wenn ich nach so einem Tag wie heute hier, wie wir den ganzen Tag über Netzpolitik gesprochen haben, nach Hause gehe, dann denke ich doch schon, dass das, was wir hier diskutieren, die Welt ausmacht und das Wesentliche ist, was unsere Gesellschaft treibt. Wir reden von digitalem Wandel, digitalisierter Gesellschaft, aber das scheint in der Beziehungsforschung nicht angekommen zu sein, oder ich hoffe, dass, oder woran liegt das, dass das da nicht vorkommt? Ist das einfach, sind unsere anderen kulturellen Praxen einfach noch stärker als das, was wir jetzt als Internet-Hype bezeichnen? Also das Thema ist auf jeden Fall extrem wichtig und hochinteressant zu untersuchen. Das steckt aber in der psychologischen Forschung, für die ich hier nur sprechen kann, in den Kinderschuhen. Ja, es gibt ein großes Projekt, was finanziert wurde von Professor Blossfeld in Bamberg. Und das war einer der ersten in Deutschland, der sich diesem Thema Online-Dating, Partnerschaften, die aus dem Kennenlernprozess online entstanden sind, der dieses Thema genauer unter die Lupe genommen hat. Aber das ist wirklich auch erst ein Anfang. Es gibt kaum Forschung zu dem Thema und es muss noch viel mehr gemacht werden in diese Richtung. Wir haben heute im Laufe des Tages sehr viel über Vertrauen gesprochen. Wenn Sie jetzt sich dieses Vertrauen angucken und Ihre Arbeit als Online-Partnerschaftsvermittlung angucken, wie meinen Sie, entsteht bei dieses Vertrauen im Internet oder beziehungsweise in dieser Zeit mit diesen vielen Online-Möglichkeiten? Hat sich da was verändert, was diese Art hat, wie wir Vertrauen bekommen, vielleicht auch erzeugen, geben? Oder ist das, gibt es da völlig neue Formen davon, die wir finden müssen? Deswegen reden wir ja auch, denke ich mal, heute den ganzen Tag über Transparenz zum Beispiel. Das scheint sozusagen der eine Königsweg zu sein, um Vertrauen zu erzeugen. Du siehst viel von mir, alles. Deswegen kannst du Vertrauen zu mir haben. Ist das sozusagen eine Verknüpfung, die funktioniert, oder ist das, keine Ahnung, nur eine technische Sicht? Ja, also wie ich eben schon mal gesagt habe, ist dieser Prozess, Vertrauen zu gewinnen oder jemandem zu vertrauen, ja ein stufenweiser. Also man kriegt Informationen. Wichtig ist aber auch die Möglichkeit zu haben, diese Informationen zu validieren. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, jetzt sagt mir mein Partner, der mir vorgeschlagen wurde im Internet, ich bin 1,80 groß. Who knows? Ja. Auf der anderen Seite
validiert sich das ja im Laufe des Kennenlernens. Also man trifft den anderen und die Informationen werden bestätigt und somit kann sich Vertrauen genauso bilden wie auch offline. Auf der anderen Seite, und ich meine, es gibt immer die positive, die negative Seite. Auf der positiven Seite bietet das Internet natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, Informationen zu validieren, wenn man sieht, wie viel man schon über Facebook, über den anderen sehen kann, lernen kann. Man sieht das Netzwerk, man sieht die Interessen. Also auch da sind die Möglichkeiten ja schon im Internet geboten, diese Infos zu validieren. Und wenn man jetzt nochmal an die Zeit denkt, vorm Internet, was haben die Leute gemacht? Kontaktanzeigen aufgegeben. Und dann hat man sich daraufhin getroffen. Ich denke, da hatte man wesentlich weniger Möglichkeit, die Informationen zu validieren, wenn man nicht gerade im gleichen Dorf gelebt hat. Sie als Psychologin gefragt, ich schalte Ihnen oder in dem Sinne, ich schalte dir meinen Terminkalender frei, damit ist Vertrauen hergestellt? Also bei mir nicht. Warum nicht? Ja, ich so einfach geht's nicht, ne? Mit dem Vertrauen. Worauf man, ich verstehe. Naja, ich meine, viele von unseren Diskussionen hier am Tag waren genährt dieser Punkt. Ich weiß alles über, was weiß ich, den Bundeshaushalt. Ich weiß alles über die Abläufe im Abgeordnetenhaus von Berlin. Also ich weiß alles im Sinne von, ich könnte alles eingucken, alles ist da. Und damit ist die Sache, damit habe ich Vertrauen dann zur Gesetzgebung. Und ich wollte es einfach nochmal auf die private Beziehung bringen. Ist es damit denn schon gegessen? Ist es damit erfüllt? Oder fängt damit wiederum die Arbeit nicht erst an? Also dieses Validieren. Naja, es ist nicht nur die Transparenz natürlich, ne, sondern auch das Wissen oder die Gewissheit, dass der andere nichts mir nicht schaden möchte, mir nichts Böses möchte. Ne? Also die gute Absicht. Und da kommen wir zu einem Punkt, wo Vertrauen insofern eine Fähigkeit ist, die auch interindividuell unterschiedlich ist. Ja, es gibt Menschen, denen das einfacher fällt, zu vertrauen, und Menschen, die sich sehr schwer tun damit. Und das ist auf der einen Seite in der Persönlichkeitsstruktur schon verankert, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Lernprozess, der geprägt wurde durch, ich sag mal, auch eine kindliche Entwicklung. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, nämlich die Beziehungsspezifität von dieser Fähigkeit, auch vertrauen zu können. Ja, also es gibt Beziehungen oder bekannte Menschen, mit denen sie zu tun haben, denen sie wahrscheinlich eher vertrauen würden als anderen. Das hat dann, ist unabhängig von ihrer grundlegenden Tendenz, überhaupt zu vertrauen. Wir haben im Vorgespräch auch Fragen von Romantik angesprochen, deswegen sind wir wieder sehr nah an ihr, E-Darling wahrscheinlich. Etwas kulturpessimistisch oder übertrieben gefragt, macht das Internet die Liebe kaputt? Ist das ich glaube nicht. wie soll es das können? Ja, ich. Also wenn sich Menschen trennen, wie bitte? Wie soll das Internet, also ich denke, es sind immer noch die Menschen, die ihre Beziehung beenden oder neue Beziehungen eingehen. Manche wählen dazu das Medium Online-Partnervermittlung. Ich denke da so an die Schnelligkeit oder an die Möglichkeiten, die ich dann habe, die das Internet mir bietet, dass ich dann einfach dadurch auch wiederum sehr schnell bei dem Thema Transparenz zu sein, dass ich doch alles über den, die andere weiß, dass damit einfach etwas verloren geht. Der Philosoph Bungchul Han sprach davon, dass es auch sowas gibt wie ein Geheimnis, das wohl dazugehört. Ist das, wenn wir jetzt über
Transparenz debattieren, der Tod dieses Geheimnisses und hätte das dann auch weitere Folgen oder wie ist das zu verstehen? Deswegen kam ich auf dieses die Kurzform Tod und Liebe und Internet. Ja, ich sehe das eigentlich sehr unabhängig vom Internet, aber natürlich kann man es auch auf so eine spezielle Kennenlernsituation übertragen. Aber nehmen wir mal Langzeitpartnerschaften, feste Partnerschaften. Da ist es ganz klar, dass Leute sich unterscheiden in dem Bedürfnis, offen zu sein, Informationen zu geben, transparent zu sein, dem anderen so viel wie möglich von sich, seinem Alltag, seinen Gefühlen, seinem Erleben mitzuteilen. Und andere mögen das halt nicht so gern. In Bezug auf Nähe in einer Partnerschaft zeigen die Daten sogar, dass es einen kurvilinearen Zusammenhang gibt, dass es also auch sowas wie zu viel Nähe geben kann und dass zu viel und zu wenig Nähe dann die Beziehungszufriedenheit beeinträchtigt und so ein Mittelmaß in dem mittleren Bereich der Nähe haben Menschen die höchste Beziehungszufriedenheit. Wenn man sich die dyadischen Daten anschaut, konnte ich sehen, dass es hauptsächlich darauf ankommt, was beide Partner wollen. Also wenn die beide das Gleiche wollen, ist es alles halb so schlimm und problematisch. Gehen die Bedürfnisse sehr auseinander, dann wird es problematisch und zwar für beide. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Nicht nur für den, dessen Bedürfnisse, also wenn man sagt, die einigen sich nicht auf einen Kompromiss, sondern da gibt's halt einen in der Beziehung, der so lebt, wie er es gern hätte und der andere muss große Abstriche machen an seinem Bedürfnis. Nehmen wir jetzt mal Transparenz als anderes Konstrukt oder wenn ich das auf das Konstrukt übertragen darf. Dann ist aber auch der unzufrieden, dessen Bedürfnis erfüllt ist. Ja, nicht nur der diesen großen Kompromiss machen muss. Ja, und es funktioniert halt am besten, wenn das Bedürfnis nach Vertrauen und Transparenz so reguliert ist, wie es von dem Paar gewünscht ist. Ich sehe da jetzt gerade eine große Parallele zu dem Talk vorher, den wir hier hatten. Also wegen wie viel Transparenz muss man geben? Ja, wie viel sorgt noch dafür, dass Menschen zufrieden sind und dass auch Sicherheit hervorgerufen wird in den Menschen durch die Transparenz? Und ab wann wird es abträglich für die Beziehung, sei es jetzt die Beziehung zwischen zwei romantischen Partnern oder zwischen dem Unternehmen und seinem Kunden? Ja, ab wann, also wann wird es zu komplex, wann wird es zu viel? Wo sollte vielleicht dann das Vertrauen greifen zum Wohle der Beziehungszufriedenheit? Ich versuche mir gerade vorzustellen, meine Beziehungszufriedenheit in Bezug auf den Berliner Flughafen Schönefeld. Oder ist das einfach viel zu kurz gegriffen, von etwas wie Beziehungsforschung zu reden und dann schnell zum Beispiel in der Politik zu landen, wie ich mit welches Vertrauen, welche Zufriedenheit ich mit politischen Parteien habe? Ist das zu schnell gedacht einfach bis dorthin oder sind diese Beziehungen zu Parteien, zu politischen Prozessen ähnlich strukturiert, sodass wir doch vom Gleichen reden? Mein Hintergrund meiner Frage ist, wenn ich das, was in der privaten Beziehung ausprobiert ist, über lange Jahre ausprobiert ist, muss ich das dann nicht auch herstellen in einem größeren Zusammenhang? Und wenn ich mir heute vorstelle, dass ich doch sehr schnell, privat ist der falsche Ausdruck, vielleicht persönlich einfach mir persönlich sehr Nähe ist das richtige Wort, glaube ich, sehr nah an politischen Entscheidungen zum Beispiel bin, dass ich doch eine relativ persönliche, private Beziehung zu Problemen habe, die vorher ewig weit weg waren. Kann ich damit irgendetwas aus der Beziehungsforschung lernen für unsere politischen Prozesse? Das wird auch oftmals so schnell in einen Topf geworfen. Wir reden jetzt auch hier genauso über Transparenz und Vertrauen und das ist wahrscheinlich irgendwas anderes, als wenn ich über Transparenz eines Haushaltes rede oder über die Transparenz in einer privaten Beziehung. Naja, ich denke, es kommt darauf an, auf welches Abstraktionslevel man das hebt. Ich denke, es interdisziplinär lässt sich immer was lernen. Also man muss es halt nur in der richtigen Weise übertragen oder das richtige Abstraktionslevel finden,
dass man es übertragen kann. Ich gucke immer ab und zu mal halbwegs nervös hier rein, aber ich habe noch keine Wortmeldung gesehen, aber jetzt, bitteschön. Ja, ich hatte eine Wortmeldung, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die jetzt nach der Gesprächsverlauf schon fortgeschritten ist, noch so gut reinpasst, aber ich würde mal die These in den Raum werfen, dass Transparenz und dass die Möglichkeit, offen zueinander zu sein, eine freie Vereinbarung zu treffen, dass das eben durch das Internet und durch diese, man weiß schon ganz viel übereinander, einfacher möglich ist und dass dadurch einfacher ist, Bedürfnisse auszuhandeln, aufeinander einzugehen und schon das Vorwissen zu haben, das könnte funktionieren, weil da die Bedürfnisse ähnlich gelagert sind. Also ich glaube, dass die Transparenz, die auch durch das Internet und durch die Offenheit, den anderen lesen zu können, einfach mehr gegeben ist. Nee, bleib mit dem Moment. Wollen Sie gleich was dazu sagen? Nee, trotzdem kann man was zu sagen. Also auch dazu noch These? Nein? Okay, bitteschön. Ich habe mal eine Frage zum Geschäftsmodell. Könnten Sie sich vorstellen, die soziale Komponente einzuführen, indem Leute, die ganz wenig Geld verdienen, dass sie weniger Beiträge zahlen oder so? Wäre das möglich? Oder führen die anderen, die dann viel zahlen, sich ungerecht behandelt? Oder wäre das möglich? Also wäre da irgendwie was möglich oder nicht? Ich finde die Idee interessant. Ich werde die in jedem Fall weitergeben. Ich bin nicht diejenige, die das entscheidet im Unternehmen, aber ja, ich gebe es gerne weiter. Basismitglieder zahlen bei uns auch nichts. Also und das Produkt. Bekomme ich dafür als Basismitglied? Naja, man kann zumindest das Produkt ausprobieren, sich Partnervorschläge anschauen und schauen, ob das überhaupt grundsätzlich was für einen wäre. Ich sehe es. Keine weitere Worte. Doch, davon, bitte. Also ich bin der Meinung, dass das Geschäft, was Sie betreiben, also dem Individuellen überhaupt nicht gerecht wird. Also wenn ich zu Ihnen komme und habe konkrete Wünsche, dann werden diese konkreten Wünsche nicht erfüllt. Und das Zweite ist... Sprechen Sie da aus Erfahrung? Naja, ja, natürlich, ja, okay. Hat man auch Erfahrung, aber ich spreche ganz allgemein von Anbietern aus diesem Bereich. Und aber da haben Sie Erfahrung mit diesen Anbietern aus dem Bereich. Und das Zweite ist, dass ich dieses Geschäft für ein Nettgeschäft halte. Das Dritte ist... Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ich halte dieses Geschäft für ein Nettgeschäft. Das heißt also, die Leistung steht nicht im Verhältnis zu den Interessenten, wie es von den Interessenten gewünscht wird. Das Weitere ist, dass ich eine Beziehung zwischen dem Rotlichtgeschäft und Partnervermittlungen sehe und würde mal gern wissen, was Sie dazu sagen. Also das war jetzt, alle drei Punkte waren sehr allgemein formuliert. Es fällt mir jetzt schwer, konkret dazu was zu sagen. Ich versuch's mal. Zu was haben Sie denn eine konkrete weitere Frage? Ja, inwiefern Ihre Interessen nicht berücksichtigt wurden, denn spreche Sie nicht an, weil ich nur ein besonderes Interesse habe an Ihrem Geschäft, sondern ich sehe es einfach als objektives Ergebnis an. Denn Sie haben ja gerade beschrieben, wenn Sie Mitglieder haben, dann bieten Sie den Mitgliedern ja verschiedene Partnervorschläge an. Mhm. So, werden aber den individuellen Wünschen des Interessenten überhaupt nicht gerecht. Doch. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, ich möchte dies, dies und dies und dies, dann sagen Sie, machen wir nicht, wir schicken Ihnen Partnervorschläge und Sie können sich aussuchen. Und das ist keine gute Leistung. Darf ich unser Produkt da ein bisschen weiter erklären? Ich hatte nicht den Eindruck, dass es um einen Katalog geht. Also auch, das ist, glaube ich, die falsche Vorstellung. Also, nein. Eine Diskussion, die natürlich auch zu führen ist. Ich wollte mich eigentlich in keiner Weise hier entblößen, ist auch wieder das falsche Wort, enttarnen. Sagen. Also ich kann gut verstehen, was Sie sagen. Wenn Sie es denn gemacht hätten, könnte immer noch sein, dass Sie da nichts gefunden haben, weil es halt nun mal kein Katalog ist, weil doch Arbeit drin steckt, dann jemanden abzukriegen.
Ich habe jemanden abgekriegt und es hat funktioniert. Und ich habe aber auch nicht im Katalog bestellt. Also ich rede nicht hier aus irgendwelchen Motivationen. Ich rede einfach davon, dass hier geht es ja um Vertrauen und Transparenz in der privaten Beziehung. Und das funktioniert natürlich, was der Herr ja auch gerade gesagt hatte. Es ist ja so, dass natürlich die Personen, die sich bei Ihnen melden, sich so offenbaren, dass man gegenseitig ideal zusammenkommen kann, wenn es dann den 20 Versuche, dem einen also oder dem anderen entspricht. So, entspricht es aber nicht, dann ist, funktioniert es eben nicht. Aber was ich meine, ist was ganz anderes. Ist eben, dass dieses Geschäft eigentlich, weil es keine echte persönliche Leistung beinhaltet, wie ich gerade versucht habe zu beschreiben, das heißt, die individuellen Wünsche werden überhaupt nicht realisiert, sondern es werden nur ganz allgemein Vermittlungsangebote gemacht, ohne die persönlichen Wünsche zu berücksichtigen. Und ich meine auch, und deshalb fragte ich auch nach Ihrer Stellungnahme, dass ich dieses Geschäft für ein Nettgeschäft halte und das zweite auch, dass es wohl eine Verbindung auch dieses Geschäftsmodells mit dem Rotlichtgeschäft gibt. Das müssen Sie aber dann nachweisen, sonst ist es einfach eine Geschichte und dafür möchte ich. Was heißt dazu was? Ich vermute, dass es so ist. Ja, das ist ja toll. Dann heißt es dann, dass es nicht so ist. Ich vermute es nicht. Das wollen Sie hören. Das können Sie gerne hören. Ich möchte natürlich eine Stellungnahme dazu haben. Was sagt man dazu? Ja. Und dann geht es ja auch noch darum, heute Nachmittag wurde auch schon mal davon gesprochen, dass Provider ja doch auch eine Macht besitzen, nämlich dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, über sämtliche Daten zu verfügen und keiner der Teilnehmer weiß tatsächlich, was die Provider mit den Daten, die denen zur Verfügung stehen, machen. Das ist auch noch eine offene Frage, die dabei noch eben vielleicht noch beantwortet werden kann. Okay, vielleicht darf ich auf Ihren ersten Punkt kurz eingehen. Bei E-Darling, nur für E-Darling kann ich sprechen, unser Service ist ganz klar so beschrieben, dass wir sagen, wir machen Partnervorschläge auf Basis der Persönlichkeitspassung, auf Basis von Einstellungen und Interessen. Das ist der Grund, warum sich Mitglieder bei uns anmelden. Zusätzlich bieten wir aber noch die Möglichkeit, persönliche Präferenzen anzugeben, nicht nur in Bezug auf Beziehungswünsche, sondern auch in Bezug auf soziodemografische Variablen, in welchem Altersrange möchte ich, kann ich mir meinen Partner vorstellen, sind Kinder bei mir im Haushalt, könnte ich mir vorstellen, mit einem Partner zusammen sein, der bereits Kinder hat, stört's mich, wenn mein zukünftiger Partner raucht, und so weiter und so fort. Also es werden etliche Fragen gestellt, wo wir sehr wohl auf die spezifischen Wünsche des Einzelnen eingehen und entsprechend das Matching auch so einstellen. Das war die eine Sache. Das zweite, ich verstehe leider, ich habe diesen Begriff LAP, NAP. NAP, also im Sinne von, dass Sie etwas anbieten, was eigentlich, ich bezahle für etwas, was nichts wert ist. Hm. So würde ich das übersetzen wollen. Ja, also ich meine, wenn Sie es nicht... wenn Sie die Wertschöpfung da drin nicht sehen, den Nutzen. Es ist natürlich steckt viel Arbeit da drin. E-Darling beschäftigt über 300 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte arbeitet im Kundenservice, in der Kundenbetreuung. Wir arbeiten sehr hart daran, ständig unser Matching-System auch zu verbessern und den Erkenntnisgewinn im Bereich Online-Dating, Partnersuche im Internet zu verbessern. Das ist der Wert, den wir da drin sehen und auch letztendlich den Nutzen, den wir sehen, den unsere Mitglieder haben. Zu Ihrem letzten Punkt, das kann ich ehrlich gesagt, den Zusammenhang kriege ich überhaupt nicht hin, was das Rotlichtmilieu mit E-Darling zu tun haben sollte. Können Sie mir das nochmal genauer erklären? Sie betreiben eine Partnervermittlung und Sie betreiben natürlich auch mit dieser und diese Partnervermittlung beinhaltet ja auch das Kuppeln und ich halte ein Geschäft, was sich mit dem Vermitteln befasst, natürlich auch für ein Kuppelgeschäft
Und auch das Rotlichtgeschäft ist ein Kuppelgeschäft. Und die Frage ist eben, inwieweit sie sich davon distanzieren. Das können sie offensichtlich nicht. Und was die Leistung anbelangt, ich glaube schon, dass Frau Leberich sich distanziert hat. Ich glaube, ihr Statement ist angekommen. Das lassen wir auch so stehen. Ja, und bitte, okay. Ich möchte noch konkret zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, zu den Leistungen, die Sie erbringen. Natürlich erbringen Sie Leistungen für Geld und in verschiedenen Kategorien von Teilnahmen, aber es geht ja darum, dass wenn Personen zu Ihnen kommen mit konkreten Vorstellungen, was jetzt Partnerschaften anbelangt, und diesen werden Sie nicht gerecht. Das halte ich für nachweisbar. Sie bieten natürlich Ihre Dienstleistung an, wie die ist, und Sie beschreiben natürlich auch diese... Bitte, Sie haben sich wiederholt, jetzt zum dritten Mal dieselbe Frage, Die Frage ist nicht beantwortet. Nee, Sie haben ein Statement gehalten, das ist Ihre Meinung, ist Ihr gutes Recht, das auch mehrfach zu sagen. Das haben wir jetzt gehört, das ist angekommen und damit gehen wir weiter. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, ich sehe doch eine Wortmeldung, bitteschön. Ich wollte es jetzt nochmal aufgreifen, die Frage, die der Kollege vorhin gestellt hat. Ich glaube, sie ist noch nicht beantwortet. Ich will sie nochmal formulieren. Das Geschäftsmodell von diesen Partnervermittlungen beruht darauf, dass die Kunden, also die eine Partnervermittlung wollen, Geld bezahlen. Und das Geld bemisst sich aber nicht nach dem Erfolg, sondern nach der Verweildauer, wie lange die sozusagen auf der Plattform sind. Monatsabo, Stichwort. Oder was auch immer. So, jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass E-Darling einen Geschäftszweck verfolgt, nämlich Ertragsmaximierung. Und wie erreichen die das? Nicht durch eine Erhöhung der Leute, die Partner finden, weil das ist ja nicht, wofür die Kunden Geld bezahlen, sondern die Kunden bezahlen ja Geld, um nur auf dieser Plattform zu sein. Also mit anderen Worten, gibt es nicht eine gewisse Gefahr der Korruption, also Korrumpierung sozusagen des Geschäftsmodells, korrumpiertes Geschäftsmodell, nicht das Interesse, eine Partnervermittlung zu machen. Weil eigentlich vom Geschäftsmodell müssten Sie daran interessiert sein, dass die Leute möglichst lang sozusagen auf der Plattform sind. Vielleicht hänge ich da einfach auch an die Frage nach der Verweildauer von jemanden auf Ihrer Plattform. Gibt es da, also das impliziert ja, ich melde mich an und bin 20 und die versuchen oder sie versuchen, mich in 20 Jahren auch noch dort zu halten. Ist das wirklich der Fall oder verlieren die Leute nicht irgendwann Lust, Interesse, dafür Geld zu bezahlen? Gibt es da Zahlen dafür, wie lang jemand bei Ihnen ist, durchschnittlich, statistisch gesagt? Ja, wie gesagt, also die meisten finden oder geben an, innerhalb von 6 Monaten einen Partner gefunden zu haben. Als melden Grund, sich dann auch bei warum Ihnen sie, genau, so, warum okay. sie sich abmelden. Ich verstehe Ihre Frage. Dennoch, wie gesagt, also den gesellschaftlichen Trend habe ich eben angesprochen. Ja. Und ich wage mich jetzt auf einen Themenbereich, wo ich keine Spezialistin bin. Ja, ich bin von zu Hause aus Psychologin, von zu Hause aus und keine Betriebswirtschaftlerin. Deshalb möchte ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Auf der anderen Seite, die Frage ist total berechtigt und ich bin mir sicher, dass das Management von E-Darling Ihnen diese Frage auch ehrlich und offen beantworten könnte. Ja, ich kann nur, wie gesagt, aus der gesellschaftlichen Perspektive sagen, dass der Bedarf da ist in allen Altersgruppen. Das, was ich auch noch sagen kann, ist, dass das ein hart umkämpfter Markt ist, natürlich. Und dass Deutschland sicherlich auch kein einfacher Markt ist. Ja, das warum ist der kein einfacher Markt? Na, weil er hart umkämpft ist. Ne? Wir haben schon viele, viele Mitbewerber in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht so stark, in anderen europäischen Ländern. Kritische Kunden, Kundinnen in dem Sinne, dass sie dann auch schnell weg sind? Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Nee. Also ich habe sogar das Gefühl, dass die Mitglieder in Deutschland schon ziemlich, also schon ganz gut wissen, mit dem Medium umzugehen. Wobei ich denke, da ist auch noch viel mehr Aufklärung auf Basis von Forschung nötig, dass man sagt, Mensch, hier ist ein tolles neues Medium, wo man seinen neuen Partner
kennenlernen kann. Aber ich höre so viele Fragen auch noch von Mitgliedern, die sagen, boah, ich war seit 20 Jahren verheiratet, ich weiß nicht mehr, wie man flirtet. Wie flirtet man denn? Oder wie schreibt man die richtige Message im Internet? Wie nehme ich schriftlich per E-Mail Kontakt mit jemandem auf? Was soll ich da reinschreiben? Was kommt gut an? All das sind noch Fragen, die die Forschung noch zu beantworten hat in den nächsten Jahren und die einfach wichtig dafür sind, auch mit dem Medium Internet oder Online-Partnervermittlung richtig umzugehen im Sinne von, dass es den Produktnutzen erfüllt und auch die Leute zufrieden macht und nicht frustriert. Eine Nachfrage wahrscheinlich. Nee, ich habe keine Nachfrage, noch eine andere Frage. Ich glaube, Sie haben es vorher kurz angesprochen und zwar scheint es ja offensichtlich einen Unterschied zu geben, ob Partner in einer Anfangsphase des Kennenlernens gut matchen oder für eine längerfristige Beziehung. Hatten Sie das nicht so gesagt? Stellen wir noch meine Frage. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich glaube, die Biologie sagt es ja auch irgendwie mit diesen Duftstoffen, die am Anfang für ein Kennenlernen besser funktionieren als dann für eine langfristige Beziehung. Auf was optimieren Sie dann? Auf das kurzfristige Kennenlernen oder auf die langfristige? Auf das langfristige, ne? Also unser Modell. Sie riskieren sozusagen, dass es da nicht zustande kommt, weil Sie eigentlich auf die langfristige Partner. Ja, unser Matching-System basiert, das ist auch kein Geheimnis, sondern das ist der Kernpunkt unseres Produkts. Also insofern ist das ganz offen, transparent kommuniziert. Wir matchen auf die großen 5 Persönlichkeitsfaktoren, die Big 5. Das ist ein sehr etabliertes Modell in der Persönlichkeitspsychologie schon seit vielen, vielen Jahren. Das sind 5 große Persönlichkeitsfaktoren, die nochmal in Facetten unterteilt sind und die prädiktive Validität haben in der Vorhersage der Beziehungszufriedenheit und Qualität. Das wurde in mehrfach unabhängigen Studien voneinander gezeigt, und zwar an Unis, nicht bei E-Darling. Auf diesem Wissen, das ist das, was wir bisher haben. Wie gesagt, also Forschung ist dringend nötig, weil die sagen halt auch nur einen Teil der Varianz vorher. Aber das ist das, was wir haben, und damit arbeiten wir, und darauf basiert der Matching-Algorithmus. Und die Big 5, wie gesagt, sind eher prädiktiv für den Langzeiterfolg und nicht, ob jemand sich überhaupt für die Person entscheidet. Ja, da spielen mehr die Gesetze der Partnerwahl eine Rolle, Attraktivität oder das, was man als Chemie bezeichnet, wo wir in der Wissenschaft noch gar nicht genauso wissen, was das jetzt genau ist. Ja. Aber diese Kriterien, die entscheidend sind, wen ich mir aussuche, darauf matcht E-Darling nicht. E-Darling bietet nur eine Auswahl von Personen jeden Tag, mit denen man theoretisch eine ganz gute Chance hat, eine lange glückliche Beziehung zu führen. Eine Besonderheit ist vielleicht auch noch, dass es gibt Mitbewerber, die ihren Kunden jeden Tag hunderte von Partnervorschlägen machen. E-Darling hat sich bewusst dagegen entschieden, weil auch da Studien zeigen, dass ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Dass zu viele Vorschläge dann oft sich auch negativ auswirken auf die Zufriedenheit und auch auf den Erfolg, sich für jemanden zu entscheiden, den man dann kontaktiert. Ja, das wird schnell frustrierend, je größer die Auswahl. Es artet richtig in Arbeit aus, dass Mitglieder, mit denen ich gesprochen habe, sagten manchmal, bei Mitbewerbern war das einfach eine Riesenarbeit, jeden Tag die Partnervorschläge durchzuarbeiten. E-Darling beschränkt sich da auf 7-8 Partnervorschläge. Ja, ich glaube, es geht ja da auch um was. Diese Vorschläge, verfallen die dann nach einem Tag und dann kommen total neue, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Die bleiben natürlich drin. Es sei denn, jemand löscht sein Profil. Hm. Also jemand meldet sich ab, dann verschwindet derjenige auch komplett aus der Datenbank und somit auch aus der Historie der Vorschläge der Mitglieder. Ja.
Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung, deswegen zum Abschluss eine Frage für die Zukunft. Haben wir alle nicht mehr oder weniger Expertise? Was meinen Sie, wie entwickelt sich das mit diesen Online-Partnerschaften, Vermittlungen in Zukunft? Also jetzt nicht bloß die Frage, es gibt dann, was weiß ich, 2, 3 Bewerber, wo ich mich anmelde, sondern wird das sozusagen eine allgemeine Form werden? Sie sprachen von Veränderung von Beziehungen, von verschiedenen Interessen, die jemand hat, was sich da verändert. Werden wir dann eigentlich nur noch sozusagen online das eingeben oder keine Ahnung. Das denke ich nicht. Also ich denke, dass... Zugewiesen bekommen dann die, wie auch immer. Ja, und irgendwann werden die Partnerschaften auch nur noch online geführt. Ja, man hat nur noch Brieffreundschaften. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass sich die Produkte der Online-Partnervermittlung extrem weiterentwickeln werden. Und zwar nicht nur in der Güte ihrer Matching-Verfahren, sondern auch in der Anwenderfreundlichkeit für auch spezielle Kundengruppen. Ja, wir haben mehr und mehr ältere Menschen, die Online-Partnervermittlung nutzen. Ja, bei der steigenden Lebenserwartung sollte man wirklich jetzt schon dran denken, das Produkt so zu optimieren, dass auch ältere Menschen gut damit umgehen können, es einfach zu handhaben haben, weil ich es sollte nicht in ein frustrierendes Unterfangen sich entwickeln, online auf Partnersuche zu gehen, sondern es sollte Spaß machen. Und ich denke, dass sich im Zuge der weiteren Vernetzung innerhalb der Bevölkerung oder des Eintritts des Mediums in den Alltag, in die Alltagspraxis, dass da natürlich auch das Internet in stärkerem Ausmaße genutzt werden wird zur Partnersuche. Und da sind natürlich die Unternehmen gefordert und aufgefordert. Übrigens, jede Online-Partnervermittlung ist auch eingeladen, dem Spin-Kodex beizutreten, um da ganz klar Transparenz zu bieten, dem Kunden gegenüber, über die Bedingungen, über das Produkt und die Mitgliedschaft und so weiter. Vielen Dank, Frau Neberich. Ich bin mit meinem Fragenkatalog am Ende. Dann gibt es nur noch eine Sache. Vielen Dank, Frau Neberich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Und vielen Dank an Sie, dass Sie ausgehalten haben nach diesem schweren oder beziehungsweise langen Tag über mit Diskussionen. Ich hoffe, Sie sind genug zu Wort gekommen. Wenn nicht, beehren Sie uns bald wieder. Es wird weitere Veranstaltungen in dieser Form geben. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und wie gesagt, 19.30 Uhr, wer noch nicht genug hat, die Netzpolitische Soiree der Grünen Bundestagsfraktion, Europäische Bürgerrechtsbewegung, weiterhin ein wichtiges Thema. Bis dahin, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.